Letzte Meldung vom interplanetaren Raumfrachter Nostromo. Hier spricht der dritte Offizier. Die anderen Besatzungsmitglieder. Kane. Lambert. Parker. Brett. Ash. Und Captain Dallas sind tot. Ladung und Schiff sind zerstört. Wenn alles klappt, müsste ich in 6 Wochen die Randzone erreichen. Und sollte ich Glück haben, findet mich eine Raumpatrouille. Hier spricht Ripley. Die einzige Überlebende der Nostromo. Ende der Durchsage. Und mit dieser Durchsage beginnen wir unser Abenteuer bei Let's Play Alien Isolation, einem hochkarätigen Horror-Thriller, der uns hier erwarten soll. Ich bin mächtig, mächtig gespannt. Ich kann euch aber sagen, das ist nichts für zart Beseitete. Ripley? Ich bin Samuels. Ich arbeite für die Firma. Es geht um Ihre Mutter. Wir haben sie wahrscheinlich gefunden, Amanda. Ein Handelsschiff. Die Anisidora hat einen Flugschreiber geborgen, von dem wir annehmen, dass er zu Nostromo gehört. Wo? Zeta Reticuli. Wissen Sie jetzt mehr? Noch nicht. Das Gerät wurde zur Sevastopol-Station gebracht. Es handelt sich um Firmeneigentum und die Firma will, dass es so bald wie möglich abgeholt wird. Die Station ist ein Versorgungslager in der Region. Sie ist eine dauerhafte Zollfreizone. Ich weiß, was es ist. Der Transit steht. Ein Kurierschiff namens Torrance macht sich in 2 Tagen in die Richtung auf. Wir brechen auf zur Station. Wir? Ich, ein Kollege von mir und Sie, falls Sie wollen. Die Sache ist, als der Auftrag bei mir gelandet ist, habe ich die Akten gelesen. Ich weiß, warum Sie in dem Gebiet arbeiten, in dem sie verschwunden ist. Sie suchen noch immer nach ihr, nicht wahr? Ich habe die Erlaubnis erhalten, Ihnen einen Platz auf der Torrance anzubieten, falls Sie wollen. Vielleicht finden Sie dann endlich Frieden. Ja, und hiermit dann auch ein herzliches Hallo nochmal von mir. Ich bin der Sarazar und ich werde gemeinsam mit euch Alien Isolation spielen. Ein richtig, richtig übles Game soll es werden. Mir schlottern schon jetzt die Knie, wenn ich nur dran denke. Ich habe schon ein paar Videos gesehen, habe mich schon von vornherein ein bisschen schlau gemacht und es soll mega kackenschwer sein. Obendrauf richtig, 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 richtig übel. Also mit Horrorszenen, die über das ganze Spiel hinweg angeblich tragen. So, und es basiert natürlich auf der Alien-Trilogie. Und wir sind Amanda Ripley. Die Tochter von der Ripley, die wir aus der Alien-Reihe kennen. Und jetzt wollen wir uns erstmal hier eintragen in den Computer. Welcome A. Ripley. Erkunden Sie die Torrance. Das ist das nächste Ziel, das wir haben. Ja, und da erkennt der eine oder andere schon aus dem Film, der die Filme kennt. Ich glaube, die kennen die meisten von euch. Wieder hier diese Schlafdinger, wo die eine halbe Ewigkeit während den langen Flügen schlafen können. Und wir sind jetzt wahrscheinlich mit dieser einen Truppe losgedüst, um unsere Mutter möglicherweise zu finden, die ja bekanntermaßen im All verschollen ist.
Ich denke, ich muss ein bisschen spoilern, Alien. Allerdings muss ich das auch nicht zu sehr, weil ich habe es auch nicht mehr so gut in Erinnerung. Ich muss mir den Film auf jeden Fall noch während diesem Let's Play noch mal reinziehen. An Registrierungspunkten können Sie manuell speichern. Sie werden vor Feinden in der Nähe. Okay, das konnte ich nicht komplett zu Ende lesen. Aber hier können wir offensichtlich auf Terminal zugreifen, können wir hier auch. Das ist ja ziemlich geil gemacht. Das sieht schon sehr detailliert alles aus, muss ich ja mal sagen. Richtig, richtig cool. Richtig cool gestaltet. Samuels. Ah, Personal Storage. Also das sind unsere Spinde. Verlaine. Okay, die Crew scheint noch zu leben. Alle sind noch eingeloggt. Verlaine, Connor, Samuels, Taylor und Ripley sind mit uns unterwegs heute bei dieser Fahrt. Ja, und der Anfang soll erstmal so ein bisschen kennenlernen sein. Aber dann wird es wohl richtig, richtig mies abgehen. Und ich glaube, ich werde mir in die Hose scheißen. Und frag mich jetzt schon, warum zocke ich diese Spiele eigentlich? Aber irgendwie freue ich mich auch drauf, weil ich war schon mega gespannt. Das wurde ja auch schon fett angeteased auf verschiedenen Messen. So, jetzt greifen wir mal auf das Terminal zu. Mal gucken, was passiert. LM-Link. Verlaine, suchen Sie noch einen Navigationsoffizier? Ein Freund von mir hat gerade sein Schiff verloren und sucht Arbeit. Ich kann für ihn bürgen. Seine Papiere sind in Ordnung. Es ist die alte Geschichte. Die Megacorps haben ihn unterboten und ihm alle Kunden weggeschnappt. Die kleineren Firmen kommen immer schwerer an Verträge und ich überlege selber aufzuhören, solange ich noch etwas verkaufen kann. Sie selbst scheinen ganz gut dabei zu sein. Als ich bei den Docks vorbeischaute, hieß es, sie wären gerade abgeflogen. Zur Sevastopol. So ein Drecksloch. Naja, wie ich höre, bezahlt Weyland Yutani ordentlich. Viel Glück jedenfalls. Wenn man sie nicht schlagen kann, was? Wir müssen uns treffen, wenn sie zurück sind. Blaine. Alles klar, das scheint eine private Message gewesen zu sein. Von Blaine. Okay, das sind die Geschäfte, die ablaufen. Ich werde wahrscheinlich nicht alle Texte vorlesen, aber ich schaue mir die mal an. Und im Notfall kann man den auch Pause drücken. Das ist alles nicht so schlecht gemacht. So, und hier können wir jetzt speichern. Emergency. Und wir müssen manuell speichern, das ist ganz mies. Weil wenn wir da mal ausfallen in einer Situation, kriegen wir direkt auf den Deckel. Speicherdaten überschreiben. Yep, würde ich gerne. Sind ja noch keine wirklich vorhanden. Ich habe es wirklich noch gar nicht gezockt. Jetzt bin direkt mit euch durchgestartet und habe keine Ahnung, was uns jetzt genau erwarten wird. Nur, dass irgendwann ein Alien vorbeikommt und wir fett auf den Senkel kriegen. Das ist mir zumindest, da bin ich mir ziemlich sicher. So, jetzt haben wir uns umgezogen und jetzt sollen wir das Schiff irgendwie ein bisschen erkunden. Das sieht schon ziemlich, ziemlich übel aus alles. Der Detailreichtum, wirklich nicht von schlechten Eltern. Und ich habe ja auch Dead Space gezockt. Und da hatte ich schon wirklich bei Dead Space 1 da, boah, das habe ich leider nie Let's Played, aber da war wirklich Schicht im Schacht zeitweise. Und das Spiel soll noch krasser sein. Ich habe hier schon jetzt ein bisschen Gänsehaut. Oh, hier geht's nicht weiter. Caution, Vorsicht. Vorsicht ist geboten. Und hier seht ihr die Raumanzüge, die kennt ihr wahrscheinlich auch aus dem Film, mit dem Licht da oben. Ist natürlich alles so ein bisschen Retro-Zukunftsstyle gehalten, weil wenn man überlegt, hey, so einen grünen Monitor im Jahr 2000 irgendwas, 2700, ich weiß gar nicht genau, wann Alien spielt, habe ich gerade nicht im Kopf, aber vielleicht kann es ja jemand in die Kommentare schreiben. Ah, Ripley. Samuels, sind Sie früher aufgewacht? Ich benötige nicht so viel Schlaf wie Sie. Ich war gerade dabei, mir die Einrichtung der Torrents anzusehen. Ein gut instand gehaltenes Schiff. Das Modell ist sehr ähnlich zu... Der Nostromo. Ja, Klasse M. Ein späteres Modell, aber mit ähnlichen Spezifikationen. Ich habe im Maschinenbau einiger solcher Schiffe gearbeitet. Natürlich. Ist Taylor bereits wach? Sie ist keine erfahrene Reisende. Der Hyperschlaf könnte ihr zugesetzt haben. Hab sie noch nicht gesehen. Ich werde nach ihr schauen. Sprechen Sie mit Samuels. Haben wir erledigt. Der gute Samuels, der uns auch hier angeheuert hat. Um nach unserer Mutter zu suchen. Ja, und die Nostromo kennt er ja wahrscheinlich aus den Alien-Filmen. Um das mal so ganz kurz einzuwerfen. Puh, so, weiter geht's. Mit wem sollen wir? Hier haben wir eine Missionsübersicht und auch eine gewisse Karte. Die werden wir wahrscheinlich noch oft brauchen. Und jetzt hier erkunden Sie die Torrents und sprechen Sie mit Taylor. Taylor. Der Schneider. Uiuiuiui. Ja, nicht jeder Dampf ist gefährlich hier in Alien, das wissen wir. Aber einige Dämpfe können schon ein bisschen übel wehtun. Wo müssen wir denn hier lang? Ich kenne das Schiff nicht. Ah. Taylor, guten Morgen. Ripley, es ist mit Sicherheit nicht gut. Und von einem Morgen kann ja auch keine Rede sein. Tut mir leid. Ich fühle mich scheiße. Ich habe keine Ahnung, wie Sie alle diesen Hyperschlaf regelmäßig überstehen. Man gewöhnt sich dran.
Ich reise nicht oft so weit. Die meisten Rechtsexperten reisen nicht weiter als bis zur Kaffeemaschine. Wundert mich, dass Weyland-Yutani es für nötig hielt, die Rechtsabteilung zu schicken. Der Verlust der Nostromo und deren Fracht hat die Firma viel Geld gekostet. Wir müssen herausfinden, was passiert ist. Wenn ich den Fall mit einem eindeutigen Unfallbericht abschließen kann, stehe ich gut bei meinen Vorgesetzten da. Tut mir leid. Das war unsensibel. Ich weiß, dass ihre Mutter seit 15 Jahren verschwunden ist und sie... Schon gut. Wir kriegen beide ja, was wir wollen. Haben Sie Samuels gesehen? Der ist wahrscheinlich schon seit Stunden wach. Jo, mit Samuels haben wir auch schon geschnackt, dem guten Samuels. Und die müssen natürlich... Alle Angestellten zur Brücke. Annäherung an Sebastopol. Jetzt sind wir dran. Oh, begeben Sie sich für die Einsatzbesprechung zur Brücke. Ja, und die haben natürlich eine Mission hier, die sie erfüllen müssen. Und wir schlagen zwei Fliegen mit einer Klappe. Jetzt wollen wir mal zur Einsatzbesprechung. Das ist also die Brücke. Die Animation der Charaktere finde ich manchmal ein bisschen hakelig. Aber ansonsten ist die Grafik wirklich genial. Und die wissen scheinbar noch gar nicht, dass da ein Alien jetzt auf sie zukommt. Und hier... Ich hoffe, Sie hatten alle eine angenehme Anreise. Für eine alte Klasse M ist die Torrens in hervorragendem Zustand, Captain. War ein Wrack, als ich sie gekauft habe. Hat mich eine Menge Zeit und Arbeit gekostet, sie auf Vordermann zu bringen. Jetzt trägt sie sich selbst. Sie haben gesagt, wir nähern uns Sevastopol. Docken wir an? Ihre Kontaktperson ist Marshall Waits, korrekt? Ich werde Sevastopol rufen und den Zustieg mit ihm regeln. Gut, packen wir es an. Keine Sorge, Miss Taylor. Routine. Rein und raus. Connor, Lagebericht. ISMG geladen und kalibriert. Annäherungswinkel eingegeben. Verbinden Sie, damit ich Hallo sagen kann. Kanal offen, Captain. Haben alle die Missionsunterlagen? Sie können die Annäherung auf den Monitoren sehen. Wo liegt der Typ denn? Sammeln Sie Ihr Einsatzdokument ein. Das wollen wir machen. Dann schauen wir mal. Ja, diese trostlose Atmosphäre ist schon jetzt vorhanden, obwohl wir noch Gesellschaft haben. Mensch, die Brücke ist schon cool gemacht. Aber auch mit diesen Retro-Computern da. Hi, junge Frau. Na? Alles in Ordnung? Na, nicht so wirklich scheinbar. Will keiner mit mir quatschen. So, Einsatzdokument abholen. Machen wir mal eben. Können wir es sehen? Auf Bildschirme wechseln. Sevastopol-Station. Ist da ein Schaden? Sieht nach Schaden aus. Auf 74 schalten, nah dran. Die Trockendockrampe ist im Eimer. Da kann ich die Torrens nicht reinbringen. Handelsschiff Torrens aus St. Clair, Kennzeichnungsnummer MSV 7760. Rufen Sevastopol Verkehrsüberwachung. Wir befördern vertraglich drei Passagiere für Weyland-Yutani. Sie haben die Flugschreibereinheit der Nostromo. Wir bitten um umgehende Erlaubnis, die Passagiere an Bord zu transferieren. Over. Wait, follow me den Marschstück auf der Sevastopol-Station. Haben Sie ernstes Problem? Blitz im Hintergrund. Hallo, Marshall? Marshall, Torrens hier, bitte um Wiederholung. Die Kommunikation der Station ist hin, also habe ich Samuels Anzug einen Funkverstärker verpasst. Ich kann die Torrens für 24 Stunden in Position halten. Bis dahin haben wir uns gemeldet. Gute Landung. Bereithalten. Mein Vertrag erwähnt keine Spaziergänge im All. Das ist der einzige Weg. Und ziemlich sicher, wenn Sie sich an meine Anweisungen halten. Druckablass. Oh, Scheiße. Einfach mir nach, Taylor. Sie auch, Samuels. Natürlich. Was ist hier passiert? Mein Gott, Ripley. Sie machen das gut. Oh!
Oh, Backe. Kein guter Start in den Tag. Wir liegen auf dem Boden, die anderen sind verschwunden. Und auf der Sevastopol gibt's große Probleme. Wahrscheinlich mit einem Alien, würde ich mal tippen. Zufälligerweise. Kacke. Boah, die Lichtreflexe, diesen Wahnsinn. Sieht richtig geil aus. Suchen Sie Hilfe. Wenn es Hilfe auf diesem Schiff geben würde. Shit, ich glaube, wir sind ziemlich auf uns allein gestellt jetzt. Hier können wir uns umziehen. Und aus diesem Raumanzug raus. Ich weiß nur gar nicht, ob das so eine gute Idee ist. Okay, jetzt sind wir da raus. Scheint aber alles gut zu gehen. Nur vielleicht brauchen wir den am Ende noch. Das Alien soll sogar so intelligent sein. Also es geht hier nicht um Wegballern oder so. Es geht hier echt um Panik und Angst. Okay. An Registrierungspunkten. Da muss ich unbedingt ausschalten. Nach diesen Punkten. Die sind elementar für mein Spielverhalten. Weil man kann nur hier speichern. Und die sollten wir auch immer nutzen. Immer überspeichern. Weil sonst kann das ganz schnell mal in die Hose gehen. Und wir landen im Kochtopf des Aliens. Was wir nicht wollen. Ich habe das übrigens schon mal mit Oculus Rift sogar angezockt. Bei der Demo von der Oculus Rift 2. Auf der Gamescom. Und es war unnormal krass. Ich habe mir echt... Also Panik ohne Ende. Oh. Oh. Scheiße. Scheiße. Warnung. Sevastopol-Stabilität gefährdet. Gehen Sie zum nächsten Marshall-Checkpoint und warten Sie die Neuausrichtung der Orbitalstabilisatoren ab. Wenn ich wüsste, wo hier was ist. Ich kenne mich doch nicht aus hier in dieser verdammten Raumstation. Oh Gott. Dagegen war The Headman ein kleiner Klickifatz. Und PT. Boah! Verdammt. Fuck, da komme ich nicht weiter, oder? Kann ich da runterklettern? Wie tief geht's denn da runter? Okay, der Pylon sagt mir, geh da besser nicht runter. Shit, das ist natürlich gar nicht gut. Feuer im Raumschiff ist eher kacke. Ging da hinten noch irgendein Weg lang. Hier gehen da noch ein paar Wege ab. Ich werde mich hier sowas von verirren. Vor allem ist mein Orientierungssinn auch nicht der beste unbedingt. Okay. Wir rennen einfach nur im Kreis. Das ist ja mal blendend. Habe ich hier irgendwas übersehen vielleicht? Ja, lass alles zu. Da kommen wir wahrscheinlich nicht vorbei. Ah, guck mal hier. Ich muss mich angeblich auch sehr gut nach Gegenständen umschauen, denn aus diesen können wir irgendwas basteln. Aber wir müssen da irgendwie runtergehen, scheinbar. Oh Gott. Vielleicht ist das jetzt der erste Tod von Sarazar. Bevor er überhaupt das Spiel richtig angefangen hat. Ich weiß nicht. Drückt mir die Daumen. Drückt mir die Daumen, Freunde. Ich kann da, glaube ich, gar nicht runter. Ich muss durch so einen Lüftungsschacht klettern. Das ist sehr tricky. Hab da gerade mal gesucht. Und hier ist ein Lüftungsschacht. Durch das Feuer kann ich nicht gehen, darunter auch nicht. Oh nein. Ohne Taschenlampe ist das besonders unangenehm. Übrigens gerade mitten in der Nacht, ich habe gerade extra noch gewartet. Das Let's Play wird top aktuell rauskommen. Top aktueller geht's kaum. Aber ich wollte halt schon noch bis 11, 12 Uhr warten, damit ich hier zocken kann. Damit man richtig in die Atmosphäre eintaucht. Yeah. Hallo? Hallo. Ich gehe mal wieder hoch. Ganz langsam, aber beständig. Ich weiß doch gar nicht, was ich hier wirklich aufheben kann und was nicht. Das ist natürlich auch noch so ein Problem. Ja, und die Alien-Filme waren ja ein Riesenhit. Das ist ja der Wahnsinn. Oh Gott, da muss ich wahrscheinlich darüber klettern. Auch keine nette Angelegenheit. Ich brauche eine Taschenlampe, verdammt. Gibt's denn hier nicht irgendwas? Employee Lounge, ja, die Arbeiter Lounge. Ist noch viel von über, wie man sieht. Und ich kann mir kaum vorstellen, dass wir auf diesem gottverdammten Schiff Hilfe finden werden. Mann. Okay. Was sagt uns das Terminal? Sevastolink. Ordner fehlerhaft. Freigegeben? Na, alles klar. An Maschinenraum. AW stillgelegt. Also, Jungs und Mädels, Sie haben sicher schon Gerüchte über Sevastopol gehört. Jetzt ist die Sache offiziell.
Sevastopol wird stillgelegt. Ich werde mit jedem Einzelnen über den jeweiligen Vertrag und neue Positionierungen sprechen, aber bis dahin haben wir einen Job zu erledigen. Die Schlipsträger wollen das mit einer Minimalbesatzung machen. Es werden also nur ein paar Leute von außerhalb kommen und wir werden Überstunden schieben. Nehmen Sie, was Sie können, solange es etwas gibt. Ich weise darauf hin, dass die Stilllegung keine Selbstbedienung bedeutet. Es wird über alles Buch geführt und wer lange Finger bekommt, den eskortiere ich persönlich zu Marshall Waits. Marshall Waits also. Oh, das wollte ich natürlich nicht. Mit Q kommt man hier zurück und mit Q kommt man dann komplett da raus. So richtig wie MS-DOS sozusagen. Sieht ja auch so aus. Das waren noch Zeiten damals. Gut. Na, dann will ich mal darüber spazieren. Hallo. Ich war ja mal Zirkusartist. Boah! Na super, bitte, bitte. Die junge Frau macht mich fertig. Wirklich. Verflucht nochmal. Verflucht nochmal, das trifft's. Was haben wir denn da Schönes? Eine Leuchtfackel. Alter Schwede. Das wird helfen. Ja, das hoffe ich doch sehr. Kuh halten. Zum Öffnen des Inventarrades. Alles klar. Kriegen wir hin. Und jetzt können wir hier auch wieder... Ah, die haben wir jetzt in der Hand. Reicht ja auch. Und R drücken zum Aktivieren. Ich weiß gar nicht, ob ich die jetzt schon verschwenden will. So eine gute alte Leuchtfackel. Die ist ja immerhin schon was wert. Da könnte man jetzt wieder Witze mit nicht lange fackeln lassen und so bringen, aber das lasse ich mal sein. Ich heb die mir mal lieber auf. Und Sarazar macht die Leuchtfackel an. Gepäckband? Unangenehme Situation. Someone new. You always know. Working Joe. Hey, sieht auf jeden Fall nach einer funktionierenden Station aus. Ich weiß, die musste stillgelegt werden, aber sind die dann ausgerastet? Mit Sicherheit nicht nur. Mit Sicherheit führt hier noch wer anders sein Unwesen. Treibt sein Unwesen. Und ich könnte mir vorstellen, dass es ein Xenomorph sein könnte, so wie diese Aliens heißen. Moving. Oui. Was liegt denn da? Ein Sensor. Finden Sie Baupläne, um Gegenstände aus den gesammelten Komponenten zu basteln. Ich guck mal da runter. Das Kofferband. Aber da finden wir wohl nichts jetzt gerade. Okay, es bleibt wohl nichts anderes über, als nach oben zu klettern. Immerhin wollen wir heute noch weiterkommen. Und ich muss mich unbedingt, weil man ist so an Autosaves gewöhnt und das wird mir bestimmt super oft noch passieren, dass ich nicht vergesse zu saven. Auch geil in der Zukunft, dieser geile Retro-Ghetto-Blaster, der zur Zeit von Alien, ungefähr die Reihe kam ja hauptsächlich die Filme so in den 80ern rum raus, ja, da war der richtig angesagt. So, wir können abschalten und einschalten. Mal horchen. Vielleicht kommt da irgendein geheimes Signal. Die Illuminati oder so, oder die Aliens? Och, die Mucke hat auch irgendwas ziemlich Psychotisches an sich jetzt hier, so Schrott. Okay. Eine Leuchtfackel habe ich noch am Start und dann noch ein bisschen anderen Krempel. Damit werde ich noch umzugehen lernen. Komponente B, keine Ahnung, was das genau sein soll. Okay. Ich glaube, den Raum haben wir abgesucht. Und ich habe bestimmt schon was übersehen und sehe schon die Kommentare. Sarazar, du Vollidiot. Hallo? Oh. Ist da wer? Hallo, ist da wer? Und das sagt sie so: Hallo? Ist da wer? Ob das Sinn macht? Shit. Zugangscode benötigt. Ich fühle mich genötigt. Für diese Tür wird ein Zugangscode benötigt. Ah, das sind nur Lampen, okay. Das ist wahrscheinlich ein Modell der Sevastopol. Und da sehen wir, das ist ein riesiges Raumschiff. Ein wirklich riesiges Raumschiff. Alter Schwede, eine Raumstation vielmehr.
Hier ist auch irgendwelche Werbung. So groß, dass hier sogar Werbung hing. Also lebten hier viele, viele Leute drauf. Durch Nutzen dieser Terminals wird die Karte mit Unerforschten... alles klar. Karte aktualisieren. Das mache ich doch auch gerne mal. Mann, ich habe irgendwie keinen Speicherpunkt gesehen. Wahrscheinlich bin ich auch schon an 5... Kommt ja wie gerufen. So, einmal hier kurz saven, durchatmen. Alter Schwede, jetzt sind wir hier allein auf diesem Raumschiff. Oh Gott, es kann ja heiter werden. Was haben wir da? Das checke ich auch mal gerade ab. Ah, da muss ich mehrmals hintereinander. Okay. Zack. Und nochmal. Ah, ein Stromgenerator. Der 2000 KJVS-Generator natürlich. Wie wird's auch anders sein? Okay. Die Lampen sind wieder an. Und ich habe ein komisches Geräusch gehört. Und ich weiß nicht, dass nur das Schiff war.